das für eine Bikerbrille? Ich habe festgestellt, dass du jetzt ein Biker bist. Letzte Woche noch ein Skatepunker, heute ein Rocker, ein Biker. Und heute fahren wir nach Nürnberg ins Klüpfel. Ja, und was bringen wir dahin mit? Gute Laune! Und gute Laune und 200 Fliegen. Ja. 200 Fliegen, die wir hier im Auto haben, die kann man leider nicht so richtig gut sehen. Guck mal, ob man die hier sehen kann. Da ist eine. Ja, das ist eine. Ja, wie ist sie schon? Und im Auto haben wir noch weitere 200 drin. Jetzt schmeißt du mal die Fliegen raus, David. Mach ich. Ah! Ey, und ich schmeiß mich auch gleich raus. Ja, du schmeißt dich auch raus. Genau, eine Fliege. Boah, das ist schrecklich. Und schon wieder wurden wir geblitzt. Und ich wurde ja auch nochmal geblitzt, gell? Gestern. Er irgendwie vorgestern, ich gestern. Scheiße. Jetzt wieder heute. Wenn wir schon den Kampf gegen die Polizei verlieren und gegen die Blitzer, dann werden wir trotzdem den Kampf gegen die bösen Fliegen gewinnen. Raus mit dem Scheiß. Raus damit. Raus. Raus. Yeah! Yeah! Bleiben noch 53. Ja. In diesen Film werden wir garantiert nicht gehen. Transformers 3 ist bestimmt der größte Scheiß des Jahres. Oder, David? Ja, Effekthascherei vom Feinsten. Ja, und Megan Fox ist auch nicht mehr dabei. Die hat sich ja verwandelt in eine Plastik-Barbie-Puppe mit unbeweglicher Mimik. Tja, so viel zum Kinotipp des Tages. Findet ihr Männer echt Megan Fox sexy? Fand die mal gut. Ja. Eine Frage an euch da draußen. Echt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also nicht mal. Also ich finde sie nicht so. Aber die ganzen alle stehen Megan Fox. Geil. Aber keine Ahnung. Die ist schon hübsch, aber jetzt nicht mehr. Warum hübsch? Ja, weil ihr sie immer nur geschminkt seht. Ey, ihr habt sie ja nicht ungeschminkt. Ihr habt sie noch nie ungeschminkt gesehen. Oder etwa doch. Letztens auf der Aftershow-Party in Argenbühl war sie ja da. Genau. Ja, aber das war super. Die hat einfach vorbeigeguckt. Ist ja auch eine gute Bekannte von uns. Frau Fuchs vielleicht, aber nicht Megan Fox. Ah, herrlich, das Klüpfchen. Du Wir spielen jetzt vier gewinnt. Aber ein Highspeed. Wer zu lange überlegt, hat verloren. Oh, ja. Hast gewonnen? Nein. Doch, hast du. Ja, und zeig mir doch mal wo. Sag ich dir nicht. Okay. Ja, du machst jetzt schon da, du Dödel. Jetzt habe ich es nämlich auch gesehen. Du bist ja ein Vogel. Ich hab gewonnen. Ja! In your four face four happy four. Ich hab gewonnen. Das war total sau doof von mir. Ja, voll. Du hast mich abgelenkt, du hast mich auch abgelenkt. Der Woche. Man muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Sitzen ist auch okay. Wir spielen jetzt Halligalli Extreme.
Die Regeln haben wir nicht ganz begriffen, aber wir versuchen es. Okay, wer ist dran? Ja, ihr müsst jetzt. Du bist dran, du bist dran. Nee, es geht noch weiter, ganz normal. Nee. Nein. Ja, hallo. 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 Eins. Nein. Scheiße. Du musst abgeben, Ding. Abgeben. Kacke. Wir spielen Tischtennis und wenn man die gegnerische Bierflasche trifft, muss der andere trinken. Und wenn man einen Fehler macht. Ja, dann auch, klar. Dann auch. Ja. Das ist entscheidend. Okay, auf geht's. Ja! Jetzt muss ich mal kurz... Ja, yeah, du hast getroffen. Okay. David hat gerade in den Brennnesselstrauch hineingefasst. Und es brennt überall, es brennt hier und es brennt hier und es kommt jetzt gleich, richtig. Boah, das hört ja, gar nicht mehr auf. Wahrscheinlich ein bisschen schneller spielen als sonst, oder? Ah, das hört gar nicht mehr auf. Geh weg. Und du loost gerade ordentlich ab im Tischtennis, ne? Oh, scheiße, es brennt. Boah, da kommst du doch nicht hin. We'll be right back.
danke ans Klüpfel, danke an Sabine. Kein Dank an uns beide. Nein. Nee. Komm, jetzt sei nicht so. Nein. Kann auch mal unzufrieden sein. Sind jetzt zu unzufrieden. Und schau mal, hier kommt schon, hier ist schon wieder eine Fliege. Die Fliege, die, hier, die haben wir mitgebracht aus Würzburg. Ich krieg so Aggros gegen Fliegen. Boah. Man darf sich selber auch mal scheiße finden. Ja, ja, natürlich. Darf man. Ich fand mich heute scheiße. Ja, ich mich auch. Cool. Ja, also, wir haben immer irgendwie was gemeinsam. Ja. Also war es summa summarum ein scheiß Auftritt. Es pendelt sich dann hier irgendwo ein. Aber es war trotzdem schön, im Köpfel wieder zu spielen. Ihr seid alle geil. Die Leute, die da bleiben, ihr seid geil. David findet alle Menschen geil, die kommen. Das ist gut. Nein, die da bleiben. Achso, die da bleiben. Die sind doch mal weggegangen. Das ist eben das Ding. Die kommen und gehen weg. Einige gehen auch wieder. Euch finde ich scheiße. Nee, war ein Spaß. Ihr seid draußen im Biergarten und hört die Musik und findet es vielleicht schön. Und verschüttet draußen selbst im Biergarten das Bier dann, weil die Musik so schön ist. Ja, euch finden wir auch geil. Ja. Wollen wir einen dritten Take machen? Einen dritten Take? Nee, mein Spaß. Nee, einen dritten Take machen wir jetzt nicht. Nee, einen dritten Take machen wir nicht. Aber ich würde gerne mal wissen, was die beiden gerade da drüben für eine Meinung haben. Wie fandet ihr den Auftritt? Naja, also ich habe schon bessere Auftritte von euch gesehen. Ja, wir hatten bessere schon mal. Ja, deswegen hatten auch schon bessere Tage, muss ich sagen. Letzte Woche in Darmstadt hat mir das viel besser gefallen. Oh, sorry, tut mir echt leid, aber warum? Damit sich der Videoblog wenigstens doch noch ein bisschen lohnt, denn der Auftritt war ja eher so. Gibt es jetzt noch ein kleines Bonusmaterial? The Zombie Drummer. Zombie Kill.